Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen The Last of Us Part 2 und spielen ein bisschen die Abby und sehen mal die Geschichte aus ihrer Perspektive, denn es gibt ja immer zwei Seiten. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es noch mal zum ersten Video mit ihr gehört. Nein, andere Seite. Ist er immer noch hier drin? Ist das? Nein! Abby, nicht hin! Nein! Steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Ah! Nein! Schmor in der Hölle, Pendejo. Ich bring euch um. Wow, wow, was soll das? Manny. Ach, Mann. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Lass das. Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht. Ach. Okay. Seattle. Tag 1. Abby. Oh. Ruhig. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vamonos. Okay. Ach, kenn ich schlimm. Hey, danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Krass, denen ging's ja eigentlich ziemlich gut. Hallo, Miss Potts. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Wow. Oha, schick. Mit Schule und... Sieht ja voll gut aus hier. Also schick haben sie es.
Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was. Con picante. Du kriegst, was du kriegst. Wir gucken uns mal hier so langsam um. Aber echt, wo sind die? Ach, eine Stadt oder irgend sowas? Könnte man denken. Achso, ich glaube, so heißt dann der Part, den wir spielen. Ich freue mich auch, Abby. Oh, hi. Oh, shit, Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Seravina? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Seravina? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Lia vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin. Ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Okay. Wie oft musst du deine Messer schärfen? Oh, da ist noch einer. Achso, ja. Ah, und dann sie da. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Okay. Abby, was machst du? Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Hey Mann, da ist die Schlange. Lenny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin, zwei. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so weich. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Ach nö, der noch nicht. Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Sie glauben, wenn und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Okay. Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Ich glaub, dir gefällt's, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Aha. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Die haben echt sehr viel. Deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Na, könnt auch ein bisschen aufräumen. Oh, was bist du? Wissenschaftlerin, hm? Ha. So im Schutz vom... den Stadion. Sieht gut aus. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort.
Hi. Hey, du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Ihm geht's. Ich weiß nicht. Schlechter. Inwiefern? Ah, er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Ich suche halt die Münzen, dass sie dann irgendwo in Münzen rumliegen. Läuft nicht so gut. Irgendwo soll es hier eine geben. Auf dem Boden. Seid ihr schon mal aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny? Puh. Schöner Scheiß. Ja. Kannst du das nicht aufhören? Danke. Abmelden. Sie spielt drinnen. Toll. Abby, willst du sie holen? Ah, ich glaube, ich habe alle vergessen. Hey, Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, hallo, Bär. Oh, halt, halt. Ja, okay, da du so nett fragst. Wer ist dein guter Junge? Ja. Ja, du bist es. Hey, hol den Ball. Ob man den noch herbringt? Komm, noch eins. Los, hol. Habe ich dich gestern mit Ben gesehen? Ja, hast du. Schwere Nöte. Ich hab echt scheiß viel. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Ah, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Tumulus Wolken. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, wenn einem das gefällt. Nee, wäre es ganz anders. Ich muss noch mal ja gucken. Irgendwo soll es hier eine Dings geben, eine Münze. Okay, wir kommen nicht mehr zurück. Das fängt ja schon mal gut an. Hey, Abby. Hallo. Hey, Pat.
Okay. Wir haben zwei. Vergessen, verloren. So ein Mist. Ich schau mal eben nach. Kontrollpunkt. Ne, wir haben zwei vergessen. Also ich habe zwei vergessen in dem Sinne. Schade. Vielleicht kann man das aber später spielen. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Hey, Pat. Das Übliche bitte. Na klar doch. Gracias. Welche Tag sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Da ist etwas eingerostet. Das Scheißding bleibt schon wieder. Kann man uns hier unterhalten? Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Der Verlierer putzt den. Riskant. Ein Magazin höchste Punktzahl. Abgemacht, Herr Brand. Achso, halt. Knöpfe drücken. Wow, Gott, wie lange habe ich Zieler? Letzte Kulle, schieß. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Nö, komm, wir gehen. Wird nicht besser. Gehen wir zur Basis. Alles voll gut. Hier können wir aus dem Vollen greifen. Ich hab dich auch vermisst. Schön. Hälfte gefunden. Ach. Ärgerlich. Mel sitzt vorne. Mel ist schwanger. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr gut. Gracias. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach ausbauen. Ich habe ein paar extra Aufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Manny, wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Dein Leben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Wir haben einen Flugplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Was meintest du wegen mir und Owen?
Ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir nicht so einen Kopf drauf. Ja, zwei erwischt. Hm, wir sterben. Ich hab lieber vorne gesessen. Oh, Gottes Willen. Oh, Feuer, heiß. Ich bin halt echt sehr bescheiden. Die hat überlebt, die Frau, die uns hat überlebt. Alles klar? Ja. Verdammtes Gas! Wie weit bis zur Basis? Ein gutes Stück. Wir sind ungeschützt. Gehen wir rein. Ich mach einen da. Immer das Gespringe. So, ich würde mal meinen, an der Stelle machen wir erstmal wieder Schluss und ich hoffe beim nächsten Mal stelle ich mich ein bisschen geschickter an, um das zu erledigen. Genau, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte kommentieren, abonnieren, gerne wieder einschalten und das nächste Mal dabei sein. Würde mich freuen. In diesem Sinne vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bye.